Buh. Hi Leute, ich hoffe, ich habe euch gerade nicht zu sehr erschreckt mit meiner Augenbrauenfarbe. Dem einen oder anderen ist es jetzt gerade vielleicht erst aufgefallen. Ich weiß nicht, wie krass anders ich jetzt gerade aussehe mit den Augenbrauen. Aber warum die so dunkel sind, werde ich jetzt nicht verraten, sondern hier ein Video verlinken, was ihr euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall schnell angucken solltet nach diesem Video. Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert so stehen und wir fangen an mit dem DM-Haul. Bringen wir schnell die uninteressanten Sachen hinter uns. Ich habe gekauft 35 Peeling-Pads, diese Maxi-Dinger. Abschminktücher für reife Haut, weil die, glaube ich, ein bisschen reichhaltiger sind. Und da ich im Moment so trockene Haut habe, glaube ich, ist das ganz gut. Und dann habe ich mir noch diese 150 Kosmetiktücher von Ebelin geholt. So, jetzt aber zu den spannenderen und unterhaltsameren Sachen. Ich sag nur Schoko-Winterapfel von Alnatura. Habe ich jetzt schon in so, so vielen YouTube-Videos gesehen, dass die gerne gemocht werden. Ich habe sie noch nie probiert, zu meiner Schande. Und deswegen mussten die jetzt einfach mit. Ich glaube, ich probiere direkt mal eins. Schmecken sehr gut, schmecken wie normale Apfelringe, aber halt auf weihnachtlich. Und ich glaube, genau das sollen sie auch sein. Dann habe ich mir ein Duschgel geholt und zwar ein ganz gehyptes hier auf YouTube. Das Balea Sweet Smoothie Duschgel, ehemals Zuckerschnute, mit dem Duft von Zitrone und Vanille. Ich hätte niemals, niemals gedacht, dass das was für mich ist, weil ich stehe überhaupt nicht auf so zuckersüße Düfte. Und trotzdem hatte mich jetzt mal interessiert, wie diese berüchtigte Zuckerschnute denn riecht. Oh, und ich finde es geil. Es ist nämlich nicht so krass zuckersüß durch diesen Zitroneneinschlag. Also es hat sowas Frisches, Süßliches. Meiner Meinung nach überhaupt nicht winterlich. Aber egal, ich fand es schön und freue mich schon heute damit zu duschen. Kann ich den DM verlassen, ohne eine Labello Lip Butter mitzunehmen? Nein. Diesmal musste ich mir natürlich diese neue Coco Lip Butter mitnehmen. Die ist mit Kakao, Duft und Geschmack und da bin ich richtig gespannt drauf. Ich muss jetzt unbedingt mal daran riechen. Ja, ist ein herber Geruch irgendwie, finde ich. Ja, könnte schon als Kakao durchgehen. Auftragen tue ich den jetzt nicht, weil ich gerade Lippenstift drauf habe. Und zwar ist das der Velvet Teddy von MAC mit dem Lippenkonturstift in Spice. Dann habe ich mir zwei meiner allerliebsten Balea-Produkte mitgenommen. Falls ihr sie noch nicht kennt, hier sind sie. Erstens die Balea 15% Urea Sofortpflegemilch. Die hat jetzt so ein bisschen neues Design, sehr schön. Ich hoffe, dass die Formulierung gleich geblieben ist, denn für raue Winterhaut am Körper und auch im Gesicht ist die einfach Gold wert. Die ist unglaublich feuchtigkeitsspendend. Und wenn ihr auch so ein bisschen zu Ekzemen neigende Haut habt, also mit Neurodermitis oder so zu tun habt, probiert die aus. Hey, Mäuschen! Werde ich hier angefallen von wilden Hund. Probiert die auf jeden Fall dann aus, weil ich da auch teilweise mit zu tun habe in bestimmten Phasen und mir die dann super hilft. Das zweite Produkt, was ich liebe von Balea und wo ich jetzt in kurzer Zeit schon zwei von leer gemacht habe, ist der Balea Beauty Effect Hyaluron Booster mit Duo Hyaluronsäure. Und das ist ein richtig geiles Produkt. Das soll man eigentlich nur auf Mimikfältchen oder Stellen im Gesicht auftragen, die ein bisschen Aufpolsterung gebrauchen könnten. Aber ich mache das halt immer komplett aufs ganze Gesicht. Meistens abends so wie eine Kur und am nächsten Morgen strahlt die Haut und fühlt sich richtig aufgepolstert an. Müsst ihr definitiv mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Finde ich ein super Produkt. Dann brauchte ich ein neues Waschgel fürs Gesicht. Normalerweise müsste ich mit meiner trockenen Gesichtshaut eigentlich eher so eine Abschminkmilch nehmen oder sowas Lotionartiges. Aber irgendwie mag ich auch einfach dieses super reine, quietschig, saubere Gefühl auf dem Gesicht, wenn man ein Waschgel benutzt. Deshalb habe ich mich auf einen Kompromiss eingelassen und zwar mit diesem Produkt hier. Das ist von Schäbens, das Totes Meer Waschgel. Und das ist eigentlich, in erster Linie soll das ein Anti-Pickel-Produkt sein. Aber es ist genauso gut für Neurodermitis und Psoriasis geeignet und ist auch noch pH-hautneutral. Also für meine Haut
super. Meersalz ist da drin und das hilft meiner Haut immer extrem, sich zu regenerieren und auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit einfach zu speichern. Wie riecht denn das gute Stück? Habe ich noch gar nicht dran gerochen. Ja, halt irgendwie so halb medizinisch. Riecht jetzt unspektakulär, fast geruchslos. Aber man riecht so ein bisschen was raus von diesem Salz, was da drin ist, habe ich das Gefühl. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Preise zu nennen. Mann, jedes Mal. Ich habe hier extra den Kassenbon liegen und dann vergesse ich es trotzdem immer. Jetzt bringt es auch nichts mehr. Jetzt schreibe ich euch die Preise einfach in die Infobox. So, das hat noch nicht gereicht. Ich brauchte noch mehr Pflege für mein Gesicht. Da habe ich mir diese Maske geholt. Hier von Schäbens ist die auch. Nachtkerze-Maske. Und Nachtkerze, weiß ich noch von der Kosmetikausbildung, ist richtig, richtig gut für Neurodermitiker. Denn da sind viele ungesättigte Fettsäuren drin und das ist einfach gut für diese Problemhaut. Aber auch generell, glaube ich, ist es super für trockene Haut. Ich hoffe, die stinkt nicht so, weil Nachtkerze ist, glaube ich, nicht so der angenehmste Geruch. Ich werde mal dran schnuppern. Ich mache mal ein bisschen auf. Oh, nö. Super, riecht gut. Zitronig irgendwie, komischerweise, hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Aber gut, ich bin gespannt, ob die meine rauen Stellen geglättet bekommt. Dann brauchte ich unbedingt Nachschub an Duftkerzen. Und da habe ich mir von Profissimo diese Honigkuchen-Duftkerze geholt. Oh, die riecht so, so lecker. Ich weiß gar nicht genau, wie Honigkuchen riechen würde, aber für mich riecht die einfach nach so richtig buttrigen Plätzchen. Oder nee, das riecht wie frisches Popcorn im Kino. Ja, so riecht das und das ist richtig geil, oder? Die allein reicht natürlich nicht, deswegen habe ich mir noch eine geholt. Und zwar die Apfel-Zimt-Duftkerze. Das ist auch die Lieblingskerze von der Thalisa, das weiß ich. Boah, und sie riecht auch einfach so gut. Richtig weihnachtlich, apfelzimtig halt. So, fast vergessen hätte ich das einzige Make-up-Produkt, was ich gekauft habe. Und zwar ist das dieser Perfect Match Concealer von L'Oreal. Momentan habe ich ja als Concealer diesen Der Löscher Auge, aber da ist mir aufgefallen, der ist irgendwie nicht hell genug für mich. Und außerdem ekelt mich langsam dieses Schwämmchen oben an. Und bei diesem hier hat man das nicht, da hat man so einen Applikator. Und der ist ordentlich hell und da habe ich halt vieles Gutes drüber gehört und deswegen möchte ich den gerne mal ausprobieren. So ihr Lieben, das war's schon. Ein richtiger Rucki-Zucki-Haul hier. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen und ich konnte euch wieder ein bisschen anfixen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Hauls sehen wollt. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns morgen schon wieder. Macht's gut. Ciao.